Heute gibt es ein weiteres erfrischendes Getränk von mir. Und zwar ist es super einfach zu machen und schmeckt einfach nur köstlich. Perfekt für die warmen Sommertage. Und zwar benötigen wir dafür Waldbeertee oder zum Beispiel Hibiskustee. Ihr könnt zum Beispiel so wie ich selbst Waldbeeretee zubereiten und dann auskühlen lassen. Oder zum Beispiel auch aus der Flasche aus dem Supermarkt kaufen. Dann brauchen wir noch Kokosdrink sowie Holunderblütensirup, Erdbeeren und Crushed Eis. Ein hohes Glas zuerst mit dem Eis bis zur Hälfte befüllen, anschließend die Erdbeeren klein schneiden und ebenfalls in das Glas hineingeben, dann die restlichen Zutaten ebenfalls in das Glas hineingeben und dann könnt ihr es auch schon sofort servieren und genießen. Es ist wirklich unglaublich lecker und ganz einfach zu machen. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, lasst es euch auf jeden Fall schmecken und die genauen Mengenangaben habe ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox aufgeschrieben.